Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. So, ein bisschen lauter stellen. Wir spielen einen Run mit Lilith. Nein, kein Greed-Mode-Run eigentlich. Okay, spielen wir einen Greed-Mode-Run mit Lilith. Ihr seht schon, wir schießen keine Tränen selber mit Lilith. Wir haben unseren kleinen Begleiter hier, der die Tränen für uns schießt. Und das Item gibt uns ein Rainbow Worm, der aber eigentlich komplett scheiße ist. Ich mag den nicht, ich will den nicht mitnehmen. Der hat halt alle Wurmeffekte, sag ich mal. Das machen wir auch nicht, wir gehen mal hier rein, öffnen die Truhe, haben noch mehr Spinnen. Ja, geil. Okay. Ja. Wir haben ein Space-Item, wie ihr seht. Dieses Space-Item... Ich würde gern Schlüssel haben. Verdoppelt unsere Begleiter. Alle, die wir haben. Deswegen startet Lilith damit. Und es ist so geil, diesen Greed-Mode-Run mit ihr zu machen, weil halt jede Welle, oder an dem Boss-Rush, jede Welle wird dieses Item halt wieder aufgefüllt. Und dann haben wir am Ende halt übel viele dieser kleinen... Succubusse? Inkubus? Succubus? Inkubus, glaube ich, ist das. Und das ist ziemlich cool. Das Ding ist halt, wir können jetzt in der Zwischenzeit nicht zum Boss gehen. Nicht zum Shop gehen. Weil wir halt... Wir können... Oh. Ah. Weil wir dann halt unsere Begleiter wieder verlieren. Hält halt nur für den Raum, in dem wir es einsetzen. Das wäre sonst auch übel OP, wenn wir es halt dauerhaft behalten würden. Aber, ja... Okay. Oh, dieser, das, oh, manches ist halt schwer mit Lilith und manche Items funktionieren auch nicht mit ihr. Dadurch, dass sie halt selber keine Tränen schießt. Ich weiß gar nicht, was nicht mit ihr funktioniert und was mit ihr funktioniert, da bin ich mir gar nicht so sicher. Muss man mal austesten. Aber es ist halt doof, dass manches nicht funktioniert. Kann auch sein, dass es mittlerweile in Afterbirth Plus anders ist, dass alles mittlerweile funktioniert. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. So. Hey, Brownie. Nee, nicht Brownie. Du Kackhaufen. Ah, ich habe ihn genau in mich reingekickt. Das war halt übel dumm. Aber ihr seht, wir machen schon Schaden, ne? Mit 4 von unseren kleinen Inkubussen. Ist halt schon strong. Oh lol, wir haben 3 Little Girlies. Ich hab ihn schon wieder in mich reingekickt. Oh Mann. Okay, jetzt müssen wir halt aufpassen, aber wir haben schön Geld. 27 Münzen. Und Widow packen wir auch ohne getroffen zu werden. Weil Widow ist echt einfach. Er hat halt kein Leben. Und hat halt kein wirklich krasses Angriffsmuster oder so. Wir können davon aber... Doch, wir können Judas Shadow mitnehmen. Geil. Geil, dann machen wir wohl doch keinen Lilith Run. Wir haben Judas Shadow jetzt mitgenommen und kommen mit 2 schwarzen Herzen wieder. Und einem stärkeren Damage. Jetzt bringt uns unser Item nur nichts. Also mit einem doppelten Damage. Also ein Damage-Multiplizierer. Wir haben halt, ja, 2-mal Damage. Glass Cannon, nein. Ich kann es einmal aufheben. Aber wenn wir es jetzt einsetzen, haben wir nur noch ein halbes Herzchen. Dafür haben wir halt eine riesige Träne, die schießt. Aber das ist halt relativ unnötig. Hiervon nehme ich jetzt nichts mit. Nichts mehr. Ich will auch nicht rerollen. Sparen wir lieber unser Geld. Vielleicht ist in der nächsten Ebene schon was Cooles. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gucken wir mal. Wir sind gerade auf dem Dings gespawnt. Da haben wir doch ein cooles Damage-Up zum Beispiel. Das hier. Und ein cooles neues Space-Item. Ich glaube, ich nehme eher das... Erst das Space-Item mit. Weil uns das halt jetzt im Raum hier mehr bringt. Nochmal Damage up und Range up und noch mehr Range up. Alter, eine Range haben wir jetzt auf jeden Fall. Setzen wir unser Buch ein. Kriegen 5,9 Damage dazu, Alter. Das ist halt übel gut. Übel gut. Also Damage haben wir jetzt auf jeden Fall. Bessere Fire Rate wäre halt noch ganz nett, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Es bringt halt nichts, das Buch 2-mal einzusetzen. Also... Weil das Damage nicht stackt, kann ich euch mal zeigen. Wir haben jetzt kein weiteres Damage dazu bekommen. Also das bringt uns nichts.
es nochmal einzusetzen. Oh Gott, rote Spur. Das war knapp. Hallo, ihr explodierenden Spinnen. Wow, du standst genau vor mir. Ich habe nicht mal gemerkt, dass der auf einmal genau vor mir steht. Wow, ich bin begeistert. Stirb. Genau, schön. Items, Geld, alles mitnehmen. Super, habe ich ins Spiel geklickt? Nein, hatte ich nicht, deswegen laggt es wieder zwischendurch so. Piercing-Shots, oh, das ist nett. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Piercing-Shots sind sehr geil, ich liebe Piercing-Shots. Das Buch wieder einsetzen für mehr Damage. Es gehen halt die Tränen durch die Gegner durch. Oh, das ist so schön. Ich liebe Piercing-Shots. Piercing-Shots sind so geil. Hey. Jetzt können wir die beiden gleichzeitig angreifen. Ja. Vielleicht hätte ich vorher noch ein AP-Upgrade oder so mitnehmen sollen. Guck ich mal, ob es eins gibt. Wir haben hier noch eine Pille. Eine Luck-Up-Pille. Da ist ein AP-Upgrade, aber das können wir leider nicht mitnehmen. Das ist gerade das Problem. Vielleicht haben wir hier einen Dime oder so drin? Nein, wir haben eine Rune. Haarglas. Okay, hier ist noch eine Münze. Wir haben... Ha. Jetzt fehlen noch ein bisschen Münzen. Wir setzen hier mal Haarglas ein. Hoffnung, dass da oben noch eine Pille liegt. Vielleicht ist es ja Health Up. Könnte ja sein. Könnte ja möglich sein. Hier hatten wir auch nichts mehr, ne? Nur noch zwei Pilze. Wow. Friends till the end. Okay. Toll. Das ist gerade ein bisschen doof. Vielleicht haben wir ein Item Devil Deal, was uns Geld, was uns Leben gibt. Also blaue Herzchen oder so. Au, scheiße. Wenn wir hier nicht sterben, meine ich. Okay, Monstro ist tot. Das Problem habe ich habe halt nur Angst vor Piep wegen seinen Augen. Ich habe halt Angst, dass seine Augen uns gleich treffen werden. Die hier rausploppen, genau die. Okay, er kommt nicht hoch. Achtung. Da war noch ein Auge. Okay, wir haben's. Okay, vielleicht ist Krampus im Devil Deal. Nein, es ist nicht. Okay. Was macht das Item? Gibt uns das... Ich guck mal eben nach... Ich habe kein Internet. Ha! Scheiße. Ich guck mal eben mit dem Handy nach. Ich will wissen, was das Item da macht. Tut mir leid. Ich weiß halt nicht... Die Seite? Ist es die Seite? Ich hoffe, es ist die Seite. Scheiße, Alter. Das war so ein schwarzer Dings, ne? Es war wahrscheinlich ein Afterbirth Plus Item. Einmal sortieren bitte nach Color. Genau. Dann sind die schwarzen nämlich ganz unten, die Items. Afterbirth Items? Ne, Afterbirth Plus Items. Das da. Sehr gut. While firing tears, you have a chance to fire a piercing void tear that will instantly kill enemies. It comes into contact with you. The wreck will not kill any boss or mini boss. Okay. Gibt uns aber kein... Ach, das ist Little Horn. Okay. Gibt uns aber... Kein schwarzes Herzchen oder so. Mom's Knife würde ich halt sehr gerne mitnehmen, aber es gibt auch kein schwarzes Herzchen oder so. Okay, wir hoffen, dass es einfach auf der nächsten Ebene irgendwie in einem Itemraum oder so ein blaues Herzchen... Ah, ist ein Stein. Aber wir hätten keine Bombe gehabt. Oder konnten wir eine Bombe kaufen? Kacke. Konnten wir rerollen? Ich weiß es nicht. Das nehmen wir mit. Da ist ein schwarzes Herz... da ist PJs. Es gibt uns auch blaue Herzchen. Ich weiß gar nicht, was das Item macht. Outbreak, ein HP-Upgrade. Okay, immerhin, das ist sehr gut. Oh, das hätte ich eben gebrauchen können. Das hätte ich eben so sehr gebrauchen können, Mann, shit. Ach, das... Ich glaube, das stößt die Gegner ein bisschen von uns weg. Von unseren Tränen oder so. Ja, ich glaube schon. Oder? Irgendwas macht das Item. Ich weiß nicht was. Ha, wer hätte es gedacht. Dass das Item irgendwas macht, da ist noch ein Gegner. Hoi, dich habe ich gar nicht gemerkt. Weg. Geht weg. Aua, da wurde ich fast getroffen. Der ist auch weg. Schön. Oh Gott. Vaginas. Das waren Laser-Vaginas und Penis-Vaginas. Ja, das, was die aus dem Bauch schießen, ist ein Penis. Oder soll ein Penis darstellen. Ich habe nicht echt den Boss aktiviert, oder? Ich wollte den Boss nicht aktivieren. Shit. Okay.
Okay. Haben wir? Haben wir. Ja, alles klar. Shit! Okay. Okay, den haben wir. Okay. Okay, den haben wir auch. Oh. Ich will mir PJs kaufen, bitte gib mir PJs. Oh. Oh, blaue Herzchen. Bisschen Speed-Up wäre eigentlich auch eine nette Sache, ne? Wir nehmen Speed-Up mit. Komm. Sehr schönes Speed-Up. Und ein Engel, ist das dein Ernst? Oh Gott, als ob wir jetzt einen Engel bekämpfen müssen. Ich wurde zweimal getroffen. Heilige Scheiße, Alter. Ich will da jetzt keinen Engel besiegen, Alter. Er macht gerade, genau. Ich dachte gerade, er schießt schräg, ey. Schon wieder gerade, okay. Oh, Devil Deal. Guppy-Item. Aber es ist nichts unbedingt, was wir mitnehmen müssen. Guppy's Tail, das gibt uns mehr Kisten. Ja, toll. Das bringt uns im Greed-Mode halt einfach ein... Wow, nichts. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Alter, wir brauchen halt noch ein bisschen Damage ab, wäre schön. Und so ein bisschen Tiers ab, wäre auch super geil. Wir gehen hier rein. Drei Bomben, okay, das ist sehr schön. Das ist eine gute Sache. Habe ich nicht mal was gegen. Ein Schlüssel, der sogar im Angebot ist, das ist super. Ein AP-Upgrade und keine Maschine zum Rerollen hier, Alter. Haben da eine Karte, ja toll. Obwohl, die Karte könnte Tour of Diamonds oder so sein. Das wäre eigentlich auch eine ganz geile Sache. Nehmen Sie mal mit. Tour of Clubs. Ja gut. Zwei Bomben. Rubber Cement. Das ist cool. Bouncy Tears. Und Stuff. Also eine Box. Neues Trinket. Nehmen wir mit. Was ist das hier für eine Pille? Amnesia. Oh mein Gott. Das ist jetzt aber... Das tötet mich gerade. Das tötet mich. Tour of Clubs. Dann haben wir nochmal zwei Bomben mehr. Okay, hier war ein blaues Herzchen. Da war ein blauer Stein, wie es aussieht. Hier könnte noch der Geheimraum sein. Ja! Noch ein rotes Herzchen. Nochmal 5 Münzen. Dann würde ich sagen, sparen wir auf dieser Ebene unser Geld und geben es nicht auf, denn das brauche ich jetzt alles nicht. Unbedingt. Das AP-Upgrade, ist es wäre ein AP-Upgrade, ja, sage ich nichts gegen. Aber es wäre ein AP-Upgrade, was nicht gut ist, denn es gibt uns Speeddown. Wir könnten zwar damit, glaube ich, über Steine laufen oder so. Das sind Kreuzvaginas, alles klar. Aber das ist es nicht wert. Ich mach mal einen. Weil das halt echt übel Speeddown gibt und das ist halt scheiße. Speeddown ist echt nicht gut. Wo sind sie? Ach, da ist einer. Okay, gut, dass wir Piercing-Shots haben. Okay. Okay, es sind nur manche Tränen. Manche Tränen werden gerubber-cemented. Manche nicht. Bei Bouncy Tears. Okay. Ich wusste nicht mehr genau, wie das mit Piercing Shots funktioniert. Also Rubber Cement und Piercing Shots. Okay. Diese ganzen roten Spuren halt regen übel auf, vor allem weil sie so wenig so schlecht zu erkennen sind. So ein blaues Herzchen wäre eigentlich ganz nice. Nochmal das Buch einsetzen, warum auch immer ich das jetzt nochmal eingesetzt habe. Okay, aber Triple Loki dürften wir eigentlich packen. Dürfte eigentlich gut funktionieren, ja. Den ersten hatten wir schon down. Der zweite ist auch tot. Okay, und der dritte ist jetzt auch besiegt. Nice. Was haben wir hier? Oh nein. Ich wusste es. Nicht er, ey. Komm, zeig mir dein Schwänzchen. Komm raus mit dem Schwänzchen. Komm, zeig mir es. Zeig es mir. Nicht dein Kopf. Okay, da ist es. Genau, das wollte ich sehen. Nochmal, bitte. Nochmal wäre echt super. Obwohl, ja, sehr geil. Okay, und Devil Deal. It lives! Stimmt, der kann hier auch auftauchen. Also, Mams Herz ist das ja nicht. It lives. It lives gibt's ja noch nicht. Gut, dass wir Piercing-Shots haben, Alter. Gut, dass wir Piercing-Shots haben.
Komm wieder runter, genau, schöne Sache. Gleich schießt den Brimstone, ja. Okay. Sag mir mal, wie ich hier oben ausweichen sollte. Schwarze Herzchen. Oh, toll. Was ist das nochmal? Friends till the end. Genau. Und das hier ist, weiß ich nicht. Infested. Okay, haben wir hier ein Steinchen? Ja. Okay. Okay. Ist jetzt nicht so nötig, aber okay. Lol, das hat auch Rubber Cement? Echt? Cool. Das ist cool. Das ist sehr cool. Ja, das ist sehr cool. Scorpion? Scorpio ist cool und Tears Up. Schön. HP Up auch. Ist okay, kann ich verkraften, würde ich sagen. Blaue Herzchen, sehr geil. Ist hier schon der Geheimraum. Immer nachgucken im Zacki-Zacki-Raum, wenn ihr schon drin seid. Wir können hier schon wieder nicht rerollen. Wow. Ich kaufe hier wieder nichts. Wäre halt unnötig, hier irgendwas zu kaufen. Das brauchen wir halt alles nicht. Und dann spare ich mein Geld lieber. Weil wir ja den Automaten auch noch vollfüllen müssen. Wir haben halt, an sich haben wir noch gute Items. So ist es nicht. Also, wir könnten damit Ultra Greed besiegen. Ich muss halt jetzt nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Leben verliere. Ich darf sowas nicht sagen, oder? Ich darf sowas, glaube ich, nicht sagen. Hoi, hoi, hoi. Das war knapp. So, Two of Diamonds? Two of Spades, ja, gut. Oh, ich liebe Piercing-Shots bei solchen Gegnern. Oh, herrlich. Zweimal Steven. Ja, das ist easy mit Piercing-Shots. Der ist richtig easy. Piercing-Shots und Bounty-Tears. Bounty. Bounty-Tears. Bouncing-Tears. Aua. Hat der mich echt, der hat sein Pferdchen genau in mich reingeböllert, ey. Genau in mich reingeböllert, das Ding. So, zack, zack. Alles mitnehmen. Wir haben so schön viel Geld. Hey, Conquest. Wow, der war easy. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das nehme ich jetzt andersrum mitnehmen sollen. Egal, das brauchen wir nicht. Das andere brauchen wir nicht. Ist okay. Tears Up und Damage Up hat es, glaube ich, auch gegeben. Ja, Damage und Tears Up gibt es im Pack. Und zwei blaue Herzchen. Das ist super geil. Hier haben wir jedenfalls einen Automaten zum Rerollen, Alter. Schön. Hier will ich sprengen. Oh, das war knapp. Noch mehr Geld. Schön. Geld. Rerollen. Hiervon brauchen wir nämlich nichts. Dead Bird. Blaues Herzchen. Ist jetzt nicht so nötig. Spritze, die alles schaffelt. Nee, ich mag unser Damage gerade so schön. Habe ich zu viel Angst, es zu machen. Die Robe brauchen wir auch nicht. Das gibt uns Tears Up und Shot Speed Up. Das ist schön. Noch mehr Tears Up. Schön. Aber ach nee, schlecht. Besser als 5 kann es gar nicht werden. So. Das ist unser letzter Shop, ne? Okay, einmal rerollen wir noch. Können wir auch nur noch einmal. Und gut, da haben wir nichts mehr. Gucken wir nochmal hier rein. Jera. Oh, schön, Alter. Wir bekommen nochmal richtig viel Geld auf der letzten Ebene. Das ist super. Wir haben gute Tier Rate. Also gute Fire Rate. Eine sehr gute Fire Rate. Ich glaube, wir können nur mit Soymilk halt unter 5 Tiers kommen. Oder ich glaube noch mit dem Odd Mushroom, oder? Mit dem können wir, glaube ich, auch noch bessere Tier Rate bekommen. Wir dürfen kein Geld aufheben, fällt mir gerade auf. Kein Geld aufheben. Komm, Rackman. Danke. Okay, und wir dürfen nicht mehr so viel Schaden nehmen. Wir haben nämlich kein blaues Herzchen im Shop oder so. Wir können uns keine blauen Herzchen holen. Was? Wovon werde ich denn getroffen? Was ist das? Wovon wurde ich denn gerade getroffen, Alter? Immer schön in Bewegung bleiben, mal vier Monstros. Vor allem bei Monstros, die du noch nicht siehst. Da ist gerade einer gesprungen, schön. Okay, wir haben alle. Nein! Alter, ich sterbe hier noch.
Okay. Wir Jelrun jetzt. Okay. Ich versuche etwas, Leute. Ich will diesen... Ich will den Dings gerade nicht machen. Kein blauer Stein, okay. Das nehmen wir mit. Mom's Coin Purse. Der Hoffnung, ja toll. Tears Up brauchen wir gerade nicht. Pheromone. Speed Up. Wir nehmen die Spritze noch mit. Noch mehr Speed Up. Okay, ein HP Upgrade und Damage Up. Das ist schön. Bringt das was? Nein, es hat nichts gebracht. Wow, okay. Gut, wir haben noch ein Herzchen dazu bekommen, was wir gerade wieder verloren haben. Zumindest ein schwarzes. Danke. Nett von dir. Wo ist er? Oh Gott. Okay, ich wurde nicht getroffen. Okay, schwarze Herzchen. Alter, ich krieg gerade einen Herzinfarkt, Alter. Wir sind halt ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Komm, hoffen wir mal. Gib uns ein Item. Das ist ja gerade übel Geldverschwendung, was ich mache. Aber vielleicht... Eine Pille. Amnesia, toll. Naja, es bringt nichts mehr, okay. Okay. Wir haben kein... Nein! Ich hätte eine Batterie kaufen sollen oder so, wenn es eine gegeben hätte. Scheiße! Wir haben keine Aufladung. Wir haben keine Aufladung. Für unser Buch. Hätten Münzen rauskommen können. Okay, aber wir haben so ganz gutes Damage. Wir haben ein Damage von 11. Das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Wir haben Piercing Shots. Das ist super. Ich bin gerade meine eigenen Trainer ausgewichen. Piercing Shots und Bounty Tears. Wieso würde ich immer Bounty Tears sagen? Bouncing Tears. Geh weg mit deinem Leben, Alter. Kriegst dein Leben nicht? Kriegst dein Leben nicht? Aua, ja, ja. Okay. Bomben. Ja, die mache ich nicht kaputt. Bomben mag ich. Aua, ich wurde getroffen? Was? Was? Da war eine Spinne. Scheiße. Okay, da war eine Spinne. Die habe ich nicht gesehen. Nein, langsam ist kaputt. Langsam ist... Was? Kaputt? Langsam ist okay. Okay. Immer schön Abstand halten jetzt. Kannst du mal ein paar mehr Gegner beschwören, anstatt hier die ganze Zeit eine Kack-Herzen, Alter? Also ich meine jetzt stampfen, wodurch der Gegner beschwört. Nicht die Schlüssel holen. Toll! Das meinte ich nicht, Mann. Ich habe echt Sparsteuerung. Das hatte ich eben im 60 Seconds Aufnahme. In der 60 Seconds... schon. Reden muss gelernt sein. Der sprintet da auf einen zu, Alter. Dass ich da nicht getroffen wurde, was? Who are you? Okay, da hat er schon mal Gegner beschworen, okay. Sind halt easy. Noch mehr Schlüssel, Alter. Es ist langsam gut hier. Shit. Aber wir one-hitten die Gegner halt. Das ist ganz gut und wir haben Piercing-Shots, das ist noch besser. Er sprintet auf mich zu, alles klar. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Oh Gott. Aufpassen. Schön. Komm, den packen wir. Nicht, wenn er so auf einen zusprintet. Ja! Hui! Wir haben es noch geschafft, Alter. Wir haben My Shadow freigeschalten. Das ist eigentlich ein ganz nettes Item. Ich mag das Item eigentlich. Lucky Pennies. Nice. Es gibt jetzt Münzen, die Luck abgeben. Zum Glück. Und wir haben den Greed Mode geschafft, Leute. Huh! Ich habe gerade eben verzweifelt. Ohne Witz. Ich dachte so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
So wenig Herzen, nein. Schaffen wir niemals, aber dann haben wir es gerade so noch gepackt. Schön, wir haben mit Julas jetzt den Greed-Mode gemacht, ne? Okay. Das schaltet dann wahrscheinlich... Ja, okay. Gut, wir müssen einmal Greed und Greedier machen. Vorher war, gab es den Greedier-Mode ja nicht und dann war das halt das Zeichen, das unten das C. Auch halt dieses schwarz umrandete oder dieses rot umrandete in schwarz. Aber ja, okay. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.